Also gut, dann werde ich in die Löwenburg gehen und mich dort mit dir unterhalten. Soll ich mitkommen? Dann seid ihr nicht so alleine, wenn euch irgendwie jemand auflauert. Ja, vielleicht könntet ihr uns auch noch in einer anderen Sache helfen. Und zwar, Freya Danyas Ruf hat leider in der Stadt sehr gelitten. Ich befürchte, dass es eine Rufmordkampagne gegen sie gab. Ich habe einen Artikel für den aventurischen Boten aufgesetzt, der, naja, ihr Image ein bisschen verbessern könnte. Vielleicht habt ihr Ideen, wie man ihn am besten an den Boten bringt, und so dass er sich in der Stadt verbreiten kann. Nun, entsprechen diese Berichte denn der Wahrheit, wie sie Aber preisgefällig ist? selbstverständlich, natürlich, natürlich. Habe ich euer Ehrenwort darauf? Unsere Kapitania würde doch nie etwas Verwerfliches schreiben, nicht wahr? Sie ist immerhin auch eine Geweihte. Nun, führ dahin, Reigeweihte führen manchmal auch, sprechen einmal manchmal nach dem Mund. Also, Sulamin, sprecht ihr die Wahrheit oder nicht? Sagen wir so, ich habe einige Dinge ausgelassen, wie es ja auch die Art der Priorskirche ist. Denn ich glaube nicht, dass der Gefängnisaufenthalt der Admiralin viel helfen wird. Wir haben ihre Heldentaten in ein angemessenes Licht gerückt. Und wahren gleichzeitig ihre Privatsphäre. Ja, sie hat Was leider im natürlich Gefängnis bedeutet, sehr wir haben uns nach gelitten. Stuck und Fug und Recht was zusammengelogen, aber es muss ja keiner hören. Natürlich. Nun dann, Preis wird schon die Wahrheit ergründen und wird euch strafen, solltet ihr nun ja nicht wahrsprechen. Preis sieht euch auf herab, ist euch das sicher? Ich denke, Prios hat das Beste für Pericum und Aventurien im Sinne. Und in diesem Sinne ist auch dieser Artikel verfasst. Wisst ihr, ich wünschte mir manchmal, dass euer Gott nicht auf irgendwelche kleinen Lügner herabblicken würde, sondern vielleicht auf Bakhtira. Nur so ein Gedanke. Oder Aber auf dafür scheint er wohl. Schwarzmagier? Aber dafür scheint er wohl zu beschäftigt zu sein. Also gut, Rogel, wenn ihr mögt, kommt mit zu Löwenburg. Oh ja, dort könnt ihr euch gerne ein bisschen um Schnabelmir kümmern, Rogel, wenn ihr möchtet. Oh, das wäre natürlich eine gute Gelegenheit. Ich bin ja sehr gut mit Nabel. Ja. Er ist ein Reitstrauß. Ein Ein ganz braver, ein ganz braver. Ein Strauß. Ja. Aha, spannend. Ich habe noch nie mit einem Strauß gearbeitet, aber sie sind bestimmt ganz liebe Tiere. Ist das so ein bisschen sowas wie eine Kuh? Im weitesten Sinne. Ja, wie ein sehr großes Huhn. Oh, ich kenne mich herausragend mit Hühnern aus, müsst ihr wissen. Ich Die hatte auch Eier musst du mal probieren, Rogel. Na, ich werde es mir mal anschauen. Also, um mein Huhn habe ich mich mir schon mehrfach gekümmert. Das wird gar kein Problem sein. Eigentlich, als ich das letzte Mal hier war, haben wir doch alle ziemlich viel getrunken. Macht ihr das nicht jedes Mal so? Nein, das lag mehr an der Anwesenheit der Bornländer. Ja. Ah, das dachte ich mir schon fast. Schade. War sehr angenehm. Naja, dann geehrte Geweihte, würdet ihr vorgehen, weil ich weiß nicht so genau, wo die Löwenburg ist. Ich kenne mich in Perikop gut aus. Folgt mir. Es hat mich gefreut, euch kennengelernt zu haben. Ich habe, wie gesagt, schon viel von euch gehört und es freut mich, dass wir uns nun tatsächlich einmal kennengelernt haben, bevor die Zeit dräut. Wir werden uns selbstverständlich wiedersehen. Ja, Es wird mir ein Vergnügen sein. War nett bei euch. Schönes Schiff. Bisschen groß, aber schön. Schön hier. Ja, dann gibt Latvenia euch noch einmal die Hand und geht dann gemeinsam mit Rogel von Bord. Ronga wartet noch, bis beiden das Zimmer verlassen haben und fällt dann ein, dass er doch noch die ganze Zeit in der Hand diesen Beutel hält. Ach, da war noch was. Hier. Und er öffnet den Beutel und lässt auf die Platte einen, ja, weißen Schädel, Totenschädel fallen. Ja, den haben wir auch von Gorok mitgenommen. Es ist natürlich nicht seiner, aber es sollte so einem Piraten gehört haben. Harkir? El Harkir. Ja, oder so ähnlich. Novadi, glaube ich. Pyramide. Frosty, ich bin noch Nekromant. Wie lange ist das Ding schon tot? Du hast Er hat's Totenangst, ne? gesagt. Ich habe Totenangst, oh ja.
Ich weiß, ich habe auf jeden Fall den Toast zurückgeholt. Seitdem bin ich offiziell Nekromant. Ich glaube, ein Jahr. Irgendwie sowas. Okay. Nun, nee, der ist schon eine Weile tot, aber dies ist kein antikes Stück. Zumindest sehen sie nicht so aus wie die in diversen Sammlungen, die ich schon betrachten durfte. Er musste wirklich. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, als der vor mir stand und mir gesagt wurde, aus dem Etikett steht, den könnte ich noch irgendwie brauchen. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Wieso bewahrt er so etwas in seiner Schatzkammer auf? Och, da war noch einige mehr an skurrile Sachen, glaubt mir da, aber mittlerweile ist sie abgefackelt. Nun, Kapitän, ja, warum tun Bakterien irgendwas? Wer kann das schon so genau sagen? Nun, wenn er wirklich tot ist, bedauerlich. Ich hatte eigentlich vor, ihm noch Vorwürfe zu machen. Ich kann seinen Geist rufen, dann könnt ihr dem Geist Vorwürfe machen. Nein, 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 wir wollen doch hier keine Nekromantie betreiben. Das war natürlich nur ein Spaß. Ich wollte gerade bemerken, dass mir diese Tat nicht sehr förderlich erscheint. Naja, da muss ich aber mir beipflichten, das ist eine schreckliche Idee. Nee, es war ja nicht aber der Preis. Der Priorat ist immer Natur. Noch da. Aber ja, der Unterschied ist akademisch. Kapitänia, wenn ihr mich entschuldigen wollt, ich habe noch etwas zu tun hier in Pericum. Wenn ihr etwas braucht, lasst mich rufen. Ja, natürlich. Und passt auf euch auf. Wie gesagt, die Stadt ist derzeit nicht sehr sicher. Nun ja, ich habe Talusa überstanden, da werde ich wohl das wettergefällige Pericum wohl auch überleben. Viva, viva. Gehabt euch wohl, Kapitänia, meine Herren und Damen. Naja, mit euch. Und mit euch. Dann würde ich die Kabine verlassen. Oh. Warum hat er meinen Witz nicht verstanden? Einfach nur ein Mangel an geistiger Gewitztheit. Da bin ich mir sicher, Voltax. Ja, er nimmt immer alles so schrecklich ernst. Ja, er kann schon eine wirkliche Spaßbremse sein, Priodor, aber er ist ein guter Mann. Während ihr raus, dem Prioten beim Rausgehen zuseht, könnt ihr wohl erkennen, die Tür wird zugezogen, da fällt plötzlich eins der Weingläser um, was vor Abelmir steht. Oh. Abelmir, seid doch vorsichtig! Oh, was? Zulamin sieht sich um, ob eine der Katzen irgendwie da war. Lasst euch gerne wissen, dass die Zauber ein Geschenk war. Versucht mich nicht zu bekippen. Nee, ich würde gerne einen Katzen Odem würfeln. Sehr entspannt, alle auf dem Bett und schlafen. Odem-Sichtbereich. Aber ist das Schiff auch erschüttert worden oder wirklich nur das Glas? Nee, es ist nur das Glas gewesen. Hab ich bin 100% cool. Bereit also, zu glauben, dass Abel mehr ein Teufelsch ist. Ich wollte gerade sagen, das war... berührt irgendwie oder keine Ahnung, Nähe kommen? Nee, also, der weiß selber nicht, warum was aufgeschmissen ist. Für die anderen sieht das so aus. Okay, gut, dann mache ich keinen Odem, weil ich dachte, das Glas nicht berührt. Ja, ja, aber mir, ich berühre das auch immer nicht und dann fällt's einfach um. Ich sitze, die Geschichte kenne ich. Ich sitze einen halben Schritt entfernt von diesem Glas. Wie soll ich es berühren? Nun, es muss euch nicht unangenehm sein. Es ist kein Problem, wirklich. So früh am Morgen schon betrunken, aber mir. Lass es mich beweisen. Ich würde mein Odem Arcanum Sichtbereich wirken. Was für ein Beweis ist das, bitteschön? Wir können den nicht sehen. Nee. Ich aber. Ja, merkst du auch, oder? Ich würg ihn einfach. Naja, jetzt stellt er sich aber wirklich an. Wegen so einem Glas, also wirklich. Kapitän, ja, wenn wir stattdessen vielleicht erst zum Tagesgeschäft übergehen könnten, denn wir haben dort tatsächlich noch einige an Geschäften vor. Aber mir spricht den Odem Arcanum Senserei und während ihr seine Augen merkwürdig milchig glasig werden, könnt ihr sehen, wie das Feuer in eurer Feuerschale ausgeht. Haben wir nicht ein Medium hier? Wir haben in der Tat ein Medium hier. Ja, Zulamin schaut sich sehr irritiert nach der Feuerschale um. Also langsam. Es wäre mir neu, dass wir einen Klabauter an Bord haben. Ronga, habt ihr etwas Ähnliches beobachtet? Immerhin tragt ihr diesen Schädel schon eine Weile mit euch herum. Oh, was? Nein. War bisher ein ganz normaler Schädel. Ich glaube auch nicht, dass es an dem liegt. Sonst hätte ich ja schon irgendwas gemerkt, oder nicht, wenn ich die ganze Zeit einen Geist mit mir herumgetragen hätte. Ja, ich gebe da trotzdem mal Bandpulver darüber. Sehe ich denn irgendwas? Keine Ahnung. Ja, der Schädel leuchtet leicht. Ah, dieser Schädel ist magisch. Nun, ist in diesem Schädel eine wirkende Matrix verankert? Frosty? Ja.
Welche Natur? Oh, die Merkmalskenntnis, Geister oder dämonisch? Geist, ja, wenn's. Nee, dämonisch nicht, Geist. Ist das eine Merkmalskenntnis? Nein. Geisterwesen ist ein Merkmal. Geisterwesen ist ein Merkmalskenntnis, ja. Dann es fällt ja dann auf irgendwie drei Zaubernanwendungen, aber ja. Mhm. Gut. Nun, die alle in Perikum gelehrt werden. Nun, dieser Schädel ist offenbar von einem Geist besessen oder von einem Geist verzaubert worden. Der Benito hat gerade irgendwie den Beutel in der Hand, da hört der Geist und er stolpert drei Schritte zurück. Ah, nein. Ja, Bedanja, wenn ihr das Ding doch von entsorgen würdet, oder Voltax oder so. Wenn ihr mich entschuldigt, ich habe etwas im Labor vergessen. Ja. Genau. Ernsthaft? Du hast mal hier, der Angst vor Geister hat? Ja. Naja, ich gebe dem Mann ja eigentlich immer nur ungern recht, aber wir sollten das Ding begraben. Ich lasse euch gerne wissen, ich habe keine Angst vor Geistern, nur den gehörigen, ihnen zugehörigen Respekt. So sieht es aus. Außerdem, Angst vor Geistern haben viele, aber nun ja, er weiß vielleicht noch ein bisschen genauer als andere Leute. Nun ja. Vielleicht lasst ihr diesen Schädel mir, ich könnte ihn eingehend identifizieren. Ich denke, der Geist versucht sich uns mitzuteilen. Vielleicht ist er deswegen bei Ronga nicht auffällig geworden. Wollen wir ihn vielleicht erst einmal in die Kapelle bringen und sehen, ob er vielleicht mit der Sandschale interagiert? Ja, denn er kann ja super. Kann ihn auch einfach herbeirufen. Nein, Boltax, wir sollten keine Geister herbeirufen. Wir sollten ihn in der Tat einfach bannen, hä? Ist das gerade alles ernst? Die Tür fängt an zu klappern. Geister gibt es. Ich fasse mal den Schädel an und möchte den aufheben. So, ich bringe ihn jetzt in die Kapelle. Wer sich anschließen möchte, kann gerne mitkommen. Oh je, Voltax, ich drücke ihm das Bandpulver in die Hände. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn es hart auf hart kommt. Hm? Ja, ich gehe lieber mal mit. Ich denke, ich will ihn auch begleiten. Kann nicht schaden, ein wachsames magisches Auge drauf zu haben. Grafim, du fest an die Tür und merkst, dass sie nicht aufgeht. Also du kannst runterdrücken, aber irgendeine brutale Kraft hält die Tür zu. Oh, schlechte Aktion, der reißt die einfach ein. Naja, die Tür scheint beschädigt oder verklemmt. Eben war sie noch nicht verklemmt. Gut, also, irgendetwas in der Kapelle. Gibt es hier irgendetwas, was mit El Haq hier in Verbindung steht? Naja, das Messer, oder? Ich würde sagen, haben wir das nicht hier? Ja, Zulamin, gib mal zu der Kiste. Denn die steht hier irgendwo. Hinterm Sofa. Ja, du klappst die Kiste auf und du siehst, wie dir der Säbel fast wie von alleine in die Hand fliegt. Ihr könnt sehen, wie Zulamin sich umdreht, mit den Augen in den Kopf gedreht, den Säbel von El Haki in der Hand und ihr Mund spricht, wie ihr es schon einmal gekannt, wie ihr es schon einmal gesehen habt. Ehre. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem. Oh, und wer seid ihr? Bringt meinen Schädel nicht in den Tempel. Bringt ihn nicht in die Kapelle. Wer seid ihr? Ich bin Erkir. Aber ja, das sonst? Ist doch offensichtlich, wenn er sagt, dass es sein Schädel ist. Also. Nun, ich wollte es nur mal prüfen. Lass das Bannpulver weg. Dann, ja, wie auch immer. Also, El Haq hier, nicht wahr? Ja. Was wollt ihr? Warum habt ihr unsere Freundin besessen? Ich will nicht, dass ihr meinen Schädel in die Kapelle bringt. Wie ich bereits sagte. Das haben wir verstanden. Aber das wird doch nicht der einzige Grund sein. Erst macht ihr hier so einen Radau, schüttet den Wein um und macht das Feuer aus. Und jetzt auf einmal das. Da muss doch mehr dahinter stecken. Ich habe entdeckt, dass sie ein Medium ist. Ich kann durch ihren Mund sprechen. Aber ihr seid auch Totenbeschwörer. Ihr könnt mit den Toten reden. Ja, das kann er bestimmt. Serventilio, du bist doch Totenbeschwörer. Nein, ich erinnere euch daran, dass ich kein praktischer Nekromant bin. Ich meine euch Zwerg. Ja, gut. Ja, ich kann mit den Toten reden, das ist richtig. Dieser Körper ist Abschaum.
Nun, ich glaube, die meisten Aventurier sehen das anders. Sicherlich. Aber ich bin nicht gekommen, um mit euch zu reden. Und technisch gesehen seid ihr Dinge. Technisch gesehen seid ihr gar nicht gekommen. Ihr wurdet gebracht. Richtig. Rongar hier hat meinen Schädel aus dem Palast von Dol Guruk mitgenommen. Ich nehme an, nicht ganz aus eigenem Antrieb. Ich muss euch um etwas bitten. Ihr seid der letzte Trupp, der auch von Jalan Greifenmund schon geschickt wurde. Richtig? Naja, nicht ganz. Jalan hat uns nie geschickt. Unwichtig. So wie ich das verstehe, hat er euch dauernd irgendwohin gezerrt. Unwichtig. Ihr seid diejenigen, die ich brauche. Ihr müsst das beenden, was ich nicht vollenden konnte. Ich muss eine Schuld sühnen. Und ich glaube, ihr habt bereits angefangen, meine Schuld zu sühnen. Mit meiner Hilfe werdet ihr es schaffen. Hilfe ist uns immer willkommen. Ob diesseits oder jenseits des Grabes. Wie könnt ihr uns denn unterstützen? Rongada, er hat das Dokument mitgenommen, was ich bei den Ruinen fand. Us-Assur. Ich kann euch noch einmal in die Ruinen bringen. Und ihr, Boltax, müsst mit ihm reden. Denn er ist schon lange tot. Nun gut, ich glaube, das kriege ich hin. Er ist gefährlich. Nun, das ist nicht die erste gefährliche Person, mit der wir sprechen. Ich wollte euch nur warnen. Nun, das kriegen wir schon irgendwie hin. Auf was müssen wir uns denn gefasst machen? Nun, ich werde euch zu den Sümpfen locken, zu den Ruinen von Us-Assur und dem Gebiet, wo Darun Palligan ausgebildet worden ist, vor so sehr langer Zeit, nachdem ich ihn geblendet habe. Ich habe ein schlimmes Schicksal auf Aventurien beschworen. Das tut mir leid. Mein Geist findet keine Ruhe, solange Palligan lebt. Nun gut, wir arbeiten daran, dass dieser Umstand recht bald beendet sein wird. Vielleicht findet ihr dann Ruhe. Aber noch eine Frage. Ihr wart ein Pirat, nicht wahr? Ja, der Beste. Nun, dann werdet ihr sicherlich einen großen Schatz angehäuft und versteckt haben. Und finanzielle Unterstützung könnten wir jetzt gut gebrauchen. Ich möchte kurz reingrätschen. Wir haben damals aus dem Wrack der... War es die Golgari? Wollten wir doch irgendwas bergen. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, was das als wir da ankamen. Der Dolch mit dem Haar. Ja, aber das ist doch genau das, was ich angespielt habe mit der Truhe. Und Zulamin hat gerade diese Kiste geöffnet. Und dann hieß es irgendwie, er hat einen Säbel in der Hand. Also nehme ich an den von Zulamin. Den Dolch mit dem Hack hier drauf. Right, was ich wissen will ist, was haben wir damals eigentlich gesucht? In der Golgari? Ja. Ich glaube, wir waren aus Nostalgie da. Wegen Diamantes oder Diamantes, so. Diamantes wollte sehen, was da oben... Right, aber in der Kiste war ja irgendwas drin und Haki hat es vor uns gekriegt. Was war das noch gleich? Weiß das einer? Wussten wir das überhaupt jemals? Wir haben überlegt, ob die... Nein, wir wussten nur, dass da eine hochgesicherte Truhe drin ist und wir haben verschiedene Sachen spekuliert gehabt, ob da ein Dämon drin ist oder ob da eine Waffe drin ist. Und es war sehr auffällig Effort-gefällig. Also es war offenbar eine Truhe, die speziell gegen, was weiß ich, Korruptorot Paktierer oder so schützen sollte. Genau. Okay, gut. Ich wollte nur an dieser Stelle kurz in Erinnerung gerufen haben, was da eigentlich passiert, weil mir ist es größtenteils entfallen. Fragt ihn vielleicht mal danach. Du warst ja nicht da, da war ja noch Jalan da. Deswegen frage ich gerade aus dem Off rein. Genau, ja, und also es ist halt so ein Opferkries, Dolchsäbel, möchte ich meinen, mit eben diesem Haar drauf für Hakir. Aber was glaubt ihr denn, warum ich gerade nach seinem Schatz frage? Weil das Zeug wird er alles dort haben, wo sein Schatz liegt. Ich dachte, du wolltest einfach nur wissen, wo das One Piece ist.
Auch. Okay, sorry. Dann können wir im Text weitermachen. Ich wollte hier nur kurz einmal die Stränge erklärt haben, denn ich war ja nicht ganz klar, wo was herkommt. All meine Alright, Schätze sind bei dem Kalifen. Das ist gut zu wissen. Dann müssten wir ihm wahrscheinlich auch eine Nachricht schicken. Schickt ihm eine Nachricht und an meine Söhne. Nun, ja, das werde ich tun. Wie gedenkt ihr uns in die Sümpfe zu führen? Ihr könnt nicht die ganze Zeit Sulamins Körper beherrschen. Er kann mit mir reden. Er kann mich beschwören. Tut es. Und behaltet den Schädel. Nun, denke, das kriegen wir so hin. Euer Geist ist vermutlich an den Schädel gebunden, nicht wahr? Richtig. Gut. Rashtula gab mir eine Aufgabe, die noch nicht abgeschlossen ist. Geht nach Talusa, geht in die Sümpfe. Beschwört mich und ich bringe euch zu As-Assur. Damit klappen die Augen wieder nach unten und Sulamin geht etwas wackelig in die Knie, kann sich aber wieder fangen und blickt sich verwirrt um. Capitania, seid ihr bei uns? Was sagtet ihr? Entschuldigung, ich war wohl kurz. Ihr hattet dann einen winzig kleinen Abstecher des Piratseins. Das Piratseins? Ja, Geist. Richtig. Nicht schon wieder. Hat er irgendetwas Wichtiges gesagt? Ja. Wir sollen in die Sümpfe von Talusa gehen. Dort soll ich ihn beschwören. Dann finden wir, den Weg zu der Stätte, wo Darion aktiert hat. Und er wird den Geist des Lehrers von Paligan beschwören. Vermutlich eher anziehen. Wie auch immer. Gut, nun, bitte fertigt ein Protokoll an, damit wir das genau haben. Serpentilio? Dies könnte eine Falle sein. Geister lassen sich beherrschen und befehligen. Es ist möglich, dass Darion Paligan oder dieser... ihr wisst schon, Dol Guhr, diesen Geist speziell darauf angesetzt hat, uns in irgendeinen Sumpf zu locken, in den wir dann nicht verrecken werden. Mach dir da keine Sorgen. Wenn du das sagst. Also, ich würde mir da keine Sorgen machen. Außerdem haben wir herausgefunden, wo seine Schätze sind, und er hat gesagt, dass wir seinen Söhnen schreiben sollen. Nun, er hat uns gesagt, die Schätze sind bei seinem Sultan. Die werden wir nicht bekommen. Kalif hat gesagt. Kalif. Ein wichtiger Unterschied. Kalif, gut. So oder so werden wir wohl keinen Abstecher nach Merwet machen. Nun, aber wir können einen Brief dorthin schreiben. Ein Brief an den Kalif. Ha. Der ist wohl vortrefflich. Nun, was er will, interessiert mich herzlich wenig. So wie ich das sehe, haben wir das ganze Schlamassel hier in großen Teilen ihm zu verdanken. Ihm und seiner sinnlosen Grausamkeit. Betrachten wir die Sache, wie gesagt, von zwei Winkeln. Zum einen könnte dies eine Falle sein. Dies habe ich bereits erläutert. Zum anderen allerdings ist es durchaus denkbar, wenn er uns an den Ort bringt, an dem Verlängern ausgebildet wurde und mutmaßlich seinen Pakt schloss, also mit dem Schluss dafür, dass wir entweder mehr über ihn und eventuelle Schwachstellen erfahren oder zumindest eine, ich wage gar zu hoffen, Komponente seines Körpers erhalten können. Und damit ließe sich... warum das für uns wichtig sein könnte, muss ich euch nicht erklären. Naja, nicht, dass eure Ausführungen nie mehr als spannend sind, aber mir geht's immer noch mehr als beschissen. Oder natürlich, wir stapfen einfach nur eine Woche ohne Ziel und ohne Erfolg durch den Sumpf und verlieren jede Menge Zeit. Aber dieses Risiko besteht immer.